Und damit herzlich willkommen zurück zum Spiel The Town of Light. Ja, ich würde gerne das erste Mal sagen nach diesen verstörenden Szenen, aber wir haben ja irgendwie in jeder Folge verstörende Szenen gesehen. Wir schauen mal, wo wir jetzt hin müssen. Gehen wir das Zimmer von René suchen, in der Abteilung für halbruhige Geisteskranke. Okay. Hier kommen wir, glaube ich, wieder raus, ne? Jetzt haben wir natürlich schon einige Zimmer gesehen. Wahrscheinlich war da jetzt auch ihr Zimmer bei. Bin ich da jetzt gerade rausgekommen? Doch, da bin ich gerade rausgekommen. Diese Fratzen irgendwie von den anderen Leuten. Schon irgendwie seltsam. Was ist das? Okay, es ist also doch ziemlich voll hier gewesen. Sieht doch alles sehr seltsam aus, was die hier so an die Wände geschmiert haben. Okay. Ich gehe noch mal eben zurück und schau mal auf der Karte nach, wo genau denn dieses Zimmer ist. Wenn ich denn die Karte wiederfinde, heißt das hier. Halbruhige Geisteskranke. Da steht nur ruhige Geisteskranke. Sind wir jetzt eventuell im falschen Stock? Würde mich jetzt nicht wundern. Wo sind wir jetzt überhaupt? Steht hier nicht bei, aber ich glaube, wir sind jetzt oben, oder? Hm. Da steht nur halbruhige Geisteskranke. Nee, wir sind unten. Dann gehen wir mal nach oben. Gucken da noch mal eben auf der Karte. Vielleicht steht da irgendwas mit halbruhige Geisteskranke. Da, Abteilung halbruhige Geisteskranke, Nummer 6, die ist hier weiter geradeaus. Okay. Ach, das war die Tür. Perfekt. Die ich Wenn vorher zu nicht viel öffnen Unruhe durfte. herrschte, haben sie alle Türen am Fenster geschlossen, Licht ausgemacht, dann war es stockdunkel. Einige schliefen ein, andere hörten auf, ihre Geister zu sehen. Und es wurde irgendwie friedlich. Verschlossen. Ich höre hier vor lauter Musik die Gruselgeräusche schon gar nicht mehr. Montefuscoli, 20. Dezember 1941. Verehrter Herr Direktor, bitte geben Sie mir Auskunft über meine kranke Tochter Renée. Wie geht es ihr? Ich habe meine Tochter mehrere Male geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Darum bin ich besorgt. Da ich schon längere Zeit krank bin, lässt es meine Gesundheit nicht zu, sie zu besuchen. Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob und wann es möglich wäre, meine Tochter nach Hause zu holen. Hochachtungsvoll, Ada T. Herrn Dr. C. vorlegen, um die Entlastung der Patientin in Betracht zu ziehen. Nicht überbracht, das geben die auch zu und stempeln das sogar so ab. Das ist natürlich eine Riesensauerei. Ich meine, die Geräusche sind ja jetzt noch das eine, aber können die zumindest die Musik irgendwie ausschalten, dass man hier nochmal was verstehen kann? Muss ich jetzt hier alle Fenster und Türen zumachen, damit die ruhig sind, oder? Der Musik ist, finde ich jetzt persönlich gerade sehr schlimm.
weil man halt nichts mehr versteht, was dann vorgelesen wird und so. Ja, mach zu! Dann lass das Fenster halt auf. Ja, halbruhige Geisteskrank. Oder war ich ja? Oder da bin ich noch? Ich weiß nicht. Ich kann hier aber nicht alles öffnen. Das ist geschlossen, das ist geschlossen. Das auch. Das auch, das auch. Das auch, das auch. Die sind alle geschlossen. Waren wir schon mal drin, ne? Ja. So, die ganze Abteilung links von mir ist die Abteilung, die ich brauche. Da soll irgendwo das Zimmer von ihr sein, aber in keins der Zimmer konnte ich rein. Ich meine, ich habe doch jetzt richtig geguckt mit der Seite, oder? Ich stehe hier. Da kommt man rein. Genau, hier kommt man rein. Also hier ist anscheinend kein Zimmer von ihr gewesen, weil ich kann ja, wie gesagt, keins öffnen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich jetzt hier tun will. Hört mich doch immens jetzt gerade mit den Geräuschen. Ja? Auch beim Denken. Also das könnte als einziges im Prinzip ihr Zimmer sein. Aber ich kann ja auch nichts anklicken oder so. Soll ich hier die Fenster irgendwie zumachen, damit das hier ruhiger wird vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Schon gewesen. Wie gesagt, die Geräusche machen mich jetzt gerade kirre, auch noch in Kombination mit der Musik. Und das war jetzt das einzige Zimmer, was geöffnet war, aber ich konnte nirgendwo etwas anklicken. Doch irgendwas in diesem verflixten Zimmer geben. Achso, die Türen müssen aber auch geschlossen sein. Ne? Aber das hilft mir auch nicht, okay. Dadurch wird die Musik nur noch lauter und man kriegt hier überhaupt nichts mehr mit. Und wenn hier irgendwas gesagt würde. Raum von Resident Evil an, aber okay, also Fenster und Türen schließen ist keine Option. Lampen aus. Okay, also dann war meine Vermutung doch richtig, auch wenn sich das nur auf dieses Zimmer hier anscheinend bezieht. Und dann muss ich die Lampe noch ausmachen. Ah! Sie haben mir die Zwangsjacke angezogen. Was? Sie haben
bekam dich eiskalt abgeduscht. Sie haben versucht, dich mit einer Decke zu ersticken. Sie haben dich am Bett festgebunden. Sie haben mich am Bett festgebunden. Meine Frau ist neben mir gestorben. Sie ist an dem Erbrochenen erstickt. Sie war festgebunden, weil sie dauernd masturbierte. Ich höre jetzt noch ihr Röcheln. Ich schrie, aber keiner kam. Alle hier drin waren immer nur am Schreien. Dann sah ich auf einmal diese Puppe. Aber es war nicht Charlotte. Nein, das ist nicht Charlotte. Der sieht doch nicht wie eine Puppe aus. Die Vergangenheit ist jetzt. Die Puppe, der Mann, das Gefühl der Scham. René entfernte sich immer weiter von der Wirklichkeit. Wie kann ich jemals verstehen, was passiert ist? Wie kann ich jemals Amara wiederfinden, wenn ich noch nicht einmal zu mir selbst finde? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oh, sie haben wieder aufgemacht, okay. Okay. Und nun? Hilfe gibt's auch keine mehr? Ja. Ach, da liegt ein neuer Zettel. Monte Foscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld. Du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kam von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Sie tun mir so weh. Ich bin so allein, keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Auch meine Freundin, hilf mir, tue etwas. Du hattest recht, ich weiß. Ich verstehe, mein Verhalten war falsch, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Meine Angst ist so groß, verstehen tue ich kaum etwas, alles ist durcheinander, so kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn. Ich kann noch nicht mal mehr weinen. Das ist halt das, was man ja normalerweise schreiben würde, wenn man da so den Kopf gewaschen bekommt. Alles ist durcheinander, hört sich aber so ein bisschen geisteskrank an. Das würde ich jetzt eher nicht schreiben. Ich nehme das mal. So, ab jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin.
Sie hassen mich, er hasst mich, er will mich umbringen, aber keiner versteht das, keiner glaubt mir. Ich würde am liebsten sterben, abends hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. Ja gut, das hört sich ein bisschen irre an, das hört sich ein bisschen irre an. Da würde sie ja ihre Schuld eingestehen, also nehme ich mal das hier. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Jetzt laufen wir hier mit einem Brief rum, oder wie? Ich wollte gerade sagen, nein, wir laufen gar nicht mehr rum, weil wir uns nicht mehr bewegen können. Jetzt können wir uns wieder bewegen. Die Tür ist immer noch verschlossen, oder? Nee, die können wir jetzt wieder öffnen. Aber wo ist das Postamt? Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Ja, und wo ist das Archiv? Ich meine, wir haben unten angefangen, also müsste das theoretisch unten sein, weil da haben wir, glaube ich, so ein größeres Archiv gehabt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich gucke mal eben auf der Karte. Patientenarchiv haben wir. Meinen die das? Das wäre jetzt geradeaus durch. Ist schon alles ein bisschen skurril, dass wir jetzt einen Brief an die Mutter schreiben, der dann nicht mehr abgeschickt wird, weil ja hier keiner mehr ist. Vielleicht lebt die Mutter auch gar nicht mehr. Wenn man ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut. Auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele, zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Und wo werfen wir das Ganze jetzt hin? Moment, hier. Da rein. Ich kann hier doch irgendwas drücken. Leute. Ups. Okay. Bringt uns das was? Hier kann man nichts drücken. Dann war das wahrscheinlich nur auf die Leiter bezogen. In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier irgendwo. Hier muss eine Mappe mit ihrem Namen sein. Ach, da will die den Brief jetzt reintun, oder wie? Das heißt, der müsste dann ja theoretisch in irgendeinen Karton stecken oder so. Aber ich kann da nicht, obwohl, ah, Moment. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wie sie mit Hinternamen heißt. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Aber die macht ja automatisch auf und zu. Ah, da ist was. Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Nicht abgeschickt, wie immer. Dieser Brief hier sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt? Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René. Natürlich auch nicht abgeschickt.
Ebenfalls nicht Montefoscoli, überbracht. 7. Juli 1940. Meine liebe Tochter, ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftig nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Wieder nicht überbracht. Montefoscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch. Bitte. Mama kommt und holt René, nicht? Mama ist lieb. Aber ihr geht es nicht gut. Darum ist der Mann gekommen. Die Puppe. René hätte mit ihr spielen und darauf warten können, dass sie kommt. Aber René hat sie nie in die Hände gekriegt. Ist das eine Lüge von Mama? Sie wusste, dass sie René Schlimmes angetan hat und... Nein, nein, Mama ist lieb. Der Mann hat sie mitgebracht. Das ist uns gerade wieder eingefallen, nicht? René hat sich doch geirrt. Die Puppe ist ganz sicher da. Sie ist wohl wie alles andere beschlagnahmt worden und hier irgendwo unter Verschluss. Okay, heißt das jetzt, dass wir jetzt auch noch die Puppe suchen müssen? Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ob die irgendwo in den Koffern sein könnte oder so. Suchen wir die andere Puppe. Sie ist bestimmt bei den Bündeln mit den Habseligkeiten der Insassen. Ja, habe ich es doch gewusst. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal alles durchsuchen, bis wir diese komische Puppe gefunden haben. Was ich aber noch anmerken wollte, entweder hat die Person, die das gelesen hat, ja, die Augen und die Gedanken komplett woanders gehabt, oder es ist ein herber Übersetzungsfehler, irgendwie vielleicht aus dem Englischen oder so drin, weil alle paar Sätze irgendwie was anderes drinsteht, als letztlich vorgelesen wird. Das ist schon doch ein bisschen seltsam. Hä, was ist jetzt? Ich soll hier oben anscheinend was anklicken. Ich kann da doch gar nicht hoch. Oh, okay. Jetzt können wir das Bündel aufmachen, auf dem Tisch vor dem Fenster. Also aber keine. Doch, da ist eine Puppe drin. Das ist nicht die Puppe, die ich angeklickt habe. Siehst du? Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Also das ist jetzt sehr creepy, weil das sieht nämlich aus wie meine allererste Puppe, die ich damals bekommen habe, als ich noch ein Baby war. Also zumindest ähnlich, nur dass dieses Häubchen oben komplett angenäht ist und das Gesicht halt vernünftig war, also nicht so mit Knopfaugen. Und die hat noch richtig Haare dran genäht gehabt. Aber der ganze Rest sieht wirklich so aus wie Schanülleken, so hieß sie damals. Das ist doch sehr creepy. Ja, schauen wir uns mal an. Ist das jetzt die Mutter? Die sieht auch so abgemagert aus. Aber das ist zu alt, um sie selber zu sein, oder?
Ah, ich krieg das wieder nicht hin, das umzudrehen. Das ist irgend so ein christlicher Anhänger. Und schon wieder zeigt er mir die Schuhe an, obwohl ich hier oben drauf Sie soll dich klicke. leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Toll. Ein Bildchen irgendwo vom Christentum soll mich leiten. Naja, gut. Können wir die Puppe denn nicht nehmen oder so? Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass sie da ist. Naja, ich würde sagen, mit dem Blick auf die Uhr, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.